Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den Königsegg Agera an. Den gibt es derzeit in der Festival-Spielliste beim Erreichen der 20 Punkte in der Sturmsaison zu gewinnen. Und du kannst es dir vielleicht schon fast denken, es handelt sich hierbei wieder um ein Fahrzeug, was wir bereits in den vergangenen Forza Horizon-Titeln hatten, aber eben in Forza Horizon 5 zu Release noch nicht Teil des Spiels war. Das hat sich jetzt eben mit dieser Playlist-Season geändert. Also keine wahnsinnige Neuheit. Man kennt es schon aus den vergangenen Teilen. Aber mich freut es trotzdem immer wieder, wenn auch eben ältere Fahrzeuge ihren Weg zurückfinden. Insbesondere in 2 Wochen freut es mich sehr, weil da findet der Aston Martin 177 den Weg zurück. Ich fände es nämlich schade, wenn diese Fahrzeuge irgendwie komplett außen vor bleiben würden. Ich weiß, der ein oder andere sagt, nö, ich möchte was ganz Neues sehen, was es noch nie gab in einem Forza-Titel. Ja, da bin ich auch irgendwo bei dir. Ja, es gibt ja auch einige Fahrzeuge, die wirklich mal geil wären, wenn wir die mit dabei haben. Aber mich freut es auch trotzdem, wenn die ihren Weg wieder zurückfinden. Weil, wie gesagt, wenn ich da ganz komplett drauf verzichten müsste, fände ich das ein bisschen schade. So ist es nämlich auch beim Königsegg Agera. Und ich würde sagen, wir wollen gleich mal auch gucken, was denn der Königsegg auf unserer Teststrecke so leisten kann. Und bei Königsegg und Teststrecke, da müssen eigentlich alle Alarmglocken läuten. Da wissen wir gleich schon mal, das ist wie ein Tiger im Käfig. Diese Fahrzeuge können wir eigentlich da nie so richtig ausfahren. Deswegen, ja, sind diese Teststreckenrunden so ein ganz cooler, ja, wie soll ich sagen, ganz cooles Gimmick, aber so wirklich eine aussagekräftige Schlagkraft hat natürlich so eine Rundenzeit da nicht, denn das volle Potenzial kann man bei diesen Kisten halt eher in der Open World ausfahren oder bei Strecken wie vielleicht Goliath, wo man richtig viel Topspeed einfach auch braucht und richtig viel Vollgas geben kann. Aber alles, was so ein bisschen normalere Kurse sind, wo halt auch eben viel langsamere Abschnitte sind, da sind solche Fahrzeuge eher nicht zu Hause. Trotzdem, der Vollständigkeit halber, schauen wir uns jetzt eben mal an, was der Königsegg Agera da so leisten kann. Ja, und wenn auch die Teststreckenrunde bei einem Königsegg nicht die Aussagekraft hat, wie vielleicht bei manch anderen Fahrzeugen, so hat es auch vielleicht das Datenblatt. Da schauen wir nämlich mal drauf. Da sehen wir nämlich, dass wir im Herzen beim Königsegg Agera einen 5 Liter V8 Biturbo haben, der 960 PS und 1100 Newtonmeter Drehmoment leistet. Das Ganze in Verbindung mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und einem Gewicht von knapp über 1,4 Tonnen schafft er einen Sprint von 0 auf 100 in 3,0 Sekunden, wobei er auch schon das ein oder andere Mal knapp darunter gemessen wurde. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt dann bei 400 km/h hier im Spiel, sogar bei 420 km/h. Also das Ding ist richtig, richtig schnell. Und ja, wie ich schon angedeutet habe, hier auf der Teststrecke ist das ganze Fahrzeug natürlich ein Tiger im Käfig. Das heißt, ob er jetzt gerade so 400 fährt oder sogar ein gutes Stückchen drüber, das ist hier nicht relevant, weil wir haben einfach nicht den Platz, um das hier auszufahren. Also generell haben wir nicht den Platz, um das Fahrzeug irgendwie auszufahren. Du merkst vielleicht auch schon bei dieser Teststreckenrunde, ich bin sehr damit bemüht, sehr mit dem Gaspedal aufzupassen, sehr viel Short-Shifts, also früher hochschalten, um einfach mehr Grip auf die Hinterachse zu bringen. Und das macht schon Spaß, also versteht mich nicht falsch, ja, dass ich sage, boah, ich habe gar keinen Bock auf solche Fahrzeuge. Ich finde es eigentlich immer geil, da irgendwie ums Überleben zu fahren. Ja, da geht es gar nicht primär darum, eine super schnelle Rundenzeit hinzubekommen, also na, sekundär auch, aber vielmehr erstmal zu überleben, das Auto nicht wegzuwerfen, in die Wand zu planken oder sonst was oder sich zu drehen im schlimmsten Falle. Und das macht immer wieder Spaß und das dann irgendwie so auszuloten. Und ja, war ein cooles Erlebnis auf jeden Fall mit dem Agera. Wenn man auch sagen muss, er kommt ja leider nur mit Sportreifen daher. Das haben ganz viele vor einigen Tagen auch im Livestream schon gesagt. Und das ist natürlich ein Riesendefizit. Und das kann ich so auch nicht stehen lassen. So ein Fahrzeug braucht auch einfach nochmal vielleicht einen Versuch mit Semislicks. Und deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, wir machen direkt im Anschluss dieser Runde nochmal eine Runde mit den Semislicks. Und mit den Semislicks draufgezogen sieht das Ganze auch schon mal gleich viel, viel besser aus. So fühlt sich das Fahrzeug einfach schon mal viel authentischer an. Ja, und auch da der Hinweis, dir ist es vielleicht auch schon aufgefallen, ich habe den Heckflügel gewechselt. Man hat nämlich hier die Option, auf den Agera R oder Agera S Flügel zu wechseln. Der hat tatsächlich aber keinen Unterschied in der Performance. Also das Fahrzeug ist dann 1 Kilogramm schwerer, aber das vernachlässigen wir einfach mal. Es ändert auch ganz klein wenig was, glaube ich, an der Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Aber es ist nicht relevant. Und wenn wir schon Serien-Plus-Run machen mit den Semislicks, dachte ich, komm, dann machen wir auch optisch ein bisschen was anderes. Und deswegen habe ich mich für diesen Flügel entschieden. Aber zurück zur Runde auf jeden Fall. Also mit den Semislicks ist das schon mal
eine ganz, ganz andere Nummer. Klar muss man nach wie vor aufpassen, wie man ans Gas geht. Man muss hier und da auch ein bisschen shortshiften. Aber das Fahrzeug fühlt sich einfach viel satter, viel griffiger einfach auf dieser Teststreckenrunde an. Und so macht das Ganze auch irgendwo viel, 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 viel mehr Sinn. Und deswegen, ja, kann man sich eigentlich diese Sportreifenrunde schenken. Ja, die ist gar nicht aussagekräftig. Die ist schon viel mehr aussagekräftiger. Wobei auch hier würde ich sagen, das volle Potenzial von dem Fahrzeug ist auch hier nicht wirklich abzulesen. Das Fahrzeug gehört einfach ja, auf eine Autobahn oder so, wo wir dann wirklich mal die 400 ballern können. Vielleicht machen wir das gleich auch einfach mal im Serientrim und natürlich auch im getunten Zustand, denn es gibt auch ein bisschen Tuning-Potenzial bei diesem 5 Liter V8 Biturbomotor. Ich meine, das haben sonstige Agera-Modelle auch schon gezeigt, zum Beispiel Agera RS, welchen wir ja auch im Spiel haben, oder ein Koenigsegg 1-to-1, den wir ja sogar hier im Let's Play schon über die Teststrecke gefahren sind. Aber so oder so, auf jeden Fall, Semislicks is the way to go. Und was er damit für eine Rundenzeit gefahren ist, beziehungsweise wie die beiden Rundenzeiten im Vergleich auch ausschauen, da schauen wir in wenigen Sekunden drauf. Ja, und wie wichtig so eine Reifenmischung ist, das sieht man hier, finde ich, eindrucksvoll. Also mit den Semislicks fährt eine 1.50227, mit den Sportreifen eine 1.54948. Also da liegen fast 5 Sekunden und ich habe eigentlich nur, also das wie gesagt mit dem Heckflügel vernachlässigen wir mal, nur die Reifenmischung geändert. Ja, klar, der Leistungsindex verändert sich auch, logisch, aber das mal jetzt einfach, ne, komplett ausgeblendet. Was einfach dieses Gummi ausmacht in der Performance, und ich sage immer noch, das Fahrzeug ist noch immer nicht jetzt am Maximalen, was es könnte, ja, das Fahrzeug müsste halt einfach jetzt so super duper duper Reifen haben, also auch mit den Full Slicks, ne, wird das jetzt dann nicht so viel besser nochmal, also so ein Koenigsegg ist hier einfach gefangen, ich wiederhole mich da nochmal, aber trotzdem, man sieht einfach diesen Sprung und was für eine Auswirkung das einfach hat. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert auf jeden Fall an dieser Stelle. Des Weiteren möchte ich auch noch sagen, ne, zwischen den beiden Fahrzeugen hier sind noch tatsächlich noch mehr Fahrzeuge, aber um einfach beide auf ein Tabellenblatt zu bekommen, habe ich das jetzt mal ein bisschen, wenn man so möchte, zusammengeschnitten, damit man einfach beides auch so ein bisschen sieht. Aber ja, finde ich schon heftig, also hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, ich hätte gesagt, ja, so 2, 2,5 Sekunden wird es dann ausmachen. Ich meine, das Ding wird immer noch eine Bestie sein, aber man sieht, das macht tatsächlich deutlich viel mehr aus, was so eine Reifenmischung ja, für einen Impact hat. Und ja, sehr gerne. Testet das mal. Es muss ja nicht die Teststrecke sein. Testet das mal. Nimmt mal den Agera, so wie er ist, mit den Sportreifen. Und dann einfach nochmal mit den Semislicks. Fahr da vielleicht einen Rundkurs hier im Spiel oder sowas. Und ihr werdet gleich feststellen, es fühlt sich ganz, ganz anders an und auch viel ja, authentischer irgendwo beim Agera. Also, wie gesagt, das ist der Weg, den man damit gehen muss, mit den Sportreifen, macht eigentlich in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Es sei denn, man möchte halt irgendwie ein Top-Speed-Monster haben und irgendwie den LI möglichst gering halten, dann macht das vielleicht Sinn oder so, aber ja, sonst eigentlich nicht. Deswegen, das Fahrzeug kann schon ruhig direkt mit Semislicks hier performen. Ich weiß es gar nicht, ich habe noch gar nicht geguckt beim Agera RS, wie es ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass beim Agera RS in Horizon 4, der auch nur mit Sportreifen daherkam und man ihn dann auf Semislicks aufrüsten konnte. Ich bin ganz ehrlich, wenn wir mal eine Folge zum Agera RS machen und er sollte nur Sportreifen haben, dann werde ich den nicht über die Teststrecke schicken, weil das einfach sinnlos ist. Das ist so komplett nicht aussagekräftig, diese Zeit mit den Sportreifen. Wie gesagt, mit den Semislicks schon eher, aber ja, mehr halt auch irgendwo nicht. Wie gesagt, mit dem 1-to-1 sind wir ja schon hier über die Teststrecke gefahren. Das war ein Let's Play Folge 30, also zu der Eröffnungsfolge, beziehungsweise auch nochmal in Let's Play Folge 54, da hatten wir ihn nochmal separat, da bin ich auch in Serien Plus Run beim 1-to-1 gefahren, also kann man auch gerne auschecken, Folge 30 und Folge 54, wenn ihr sehen wollt, wie der 1-to-1, der ja nochmal mehr Leistung hat, aber auch insgesamt einfach sportlicher ausgelegt ist, da so performt hat, der war da nochmal ein gutes Stückchen schneller. So, aber ich möchte hier mich nicht verquatschen. Wir möchten zurückgehen zu unserem Häuschen, mal einen Blick im Forza Vista-Modus auf das Fahrzeug werfen. Auch hier möchte ich mich natürlich nicht zu sehr verquatschen. Jetzt natürlich, wie gesagt, schon hier mit den Semislicks und mit dem anderen Heckflügel, aber das zeige ich euch auch gleich nochmal im Tuning-Menü. Ansonsten ganz kurz ein paar Facts zum Fahrzeug. Also ist natürlich der Nachfolger des Koenigsegg CC, der Vorgänger logischerweise des Koenigsegg Jesko, basiert weitestgehend technisch auf dem CCX, also auf der letzten Stufe des CC. Allerdings hat er eine komplett neue Karosse bekommen, neues Interieur, neuen Motor. Und die Besonderheit natürlich von diesem Agera ist tatsächlich die Leichtbauweise. Ja? Allein das Monocoque aus Kohlefaser wiegt inklusive Tank 70 Kilogramm. Und wenn wir schon vom Motor sprechen, ich weiß es gar nicht, können wir
zum Motor oder auf den Motor blicken. Ja, wir können es öffnen. Ja, perfekt. Allein der Motor, ja, wiegt nur 197 Kilogramm, also gerundet 200 Kilogramm. Das ist, finde ich, für so einen großen V8 Biturbo echt wenig. Und das ist natürlich möglich, oder es war möglich, das, den Motor so leicht zu bauen, weil halt zum Beispiel, wie man es auch schon sieht, der Einlasskrümmer komplett aus Carbon ist. Und auch insgesamt handelt es sich hierbei halt einfach um eine Aluminiumkonstruktion, also sehr, sehr leichte Materialien verbaut. Und das macht natürlich das ganze Paket auch sehr leicht. Ich meine, so knapp 1,4 Tonnen für die Power, das ist à la Bonheur, würde ich mal sagen. Ansonsten weitere Besonderheiten natürlich beim Königsegg Agera. Dabei ist es auch völlig egal, welches Modell man hat, ist, dass man das Dach abnehmen kann. Also man hat automatisch ein ja, Cabrio oder ein Targa, wie man das auch möchte. Ich kann es ja auch wegmachen. Glaube im Spiel allerdings nicht. Also ich hoffe, das patchen sie noch nach, dass wir in der Open World oben ohne fahren können. Also wir kontrollieren es gleich nochmal, aber ich glaube, es geht nicht. Ja, und das Dach übrigens kann man dann auch hier vorne verstauen. Ja? Das wäre jetzt auch cool in der Animation, wenn das jetzt wirklich hier vorne drin liegen würde. Also das kann man tatsächlich hier wegnehmen und das passt dann tatsächlich hier vorne rein. Was ja cool ist. Also man kann das einfach auch spontan entscheiden, drauf zu machen oder nicht. Es gibt ja viele Sportwagen, bei denen es so ist, dann musst du dich entscheiden, okay, dann lasse ich das Dach zu Hause. Und wenn dann der Regen kommt, ja, dann RIP, ja. Da musst du ganz schnell fahren, dass kein Tropfen reinfällt. Ansonsten, wir können auch ganz kurz nochmal reinschauen, wie schon gesagt. Auch das Interieur natürlich komplett überarbeitet im Vergleich zum Vorgänger, zum CC. Das ist einfach eine ganz neue Idee. Und ja, das Fahrzeug auch mittlerweile schon ein guten paar Jährchen alt. Ja, der Agera wurde 2010 vorgestellt. Also das ist jetzt auch schon über 10 Jahre wieder her. Klar, Nachfolger gibt es auch schon mit dem Jesko. Und es gab natürlich auch viele Ageras. Ne? Es gab den Agera R, es gab den Agera S, wobei der S und der R sind mehr oder weniger ähnlich. Also in der Leistung unterscheiden sie sich ein bisschen, aber an sich sind das gleiche Fahrzeug. Dann den RS, den ich ja schon erwähnt habe. Dann natürlich auch der One-to-One, das ist ja so ein bisschen so ein Sondermodell, basiert auf dem R. Hat aber auch Ähnlichkeiten zum RS, also das ist natürlich auch ein besonderes Modell. Und dann gab es noch den Agera Final, die letzte Edition von dem ganzen Fahrzeug. Und da gab es auch die verschiedensten Leistungsstufen, ne? Also quasi der Agera, so wie wir ihn jetzt hier haben, ist eigentlich noch der schwächste, ja, mit seinen 960 PS und 1100 Newtonmeter. Die stärkste Variante war natürlich der RS mit dem One-to-One-Motor, oder beziehungsweise gleich der One-to-One mit seinen 1360 PS und 1371 Newtonmeter. Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Da vielleicht auch was sehr Interessantes, stückzahltechnisch, da die ja alle von Hand auch gebaut wurden. Es gab insgesamt nur 53 Ageras, ja. Und davon gab es nur zwei ganz normale Ageras, so wie wir es jetzt hier im Spiel haben, ja. Die meisten, die tatsächlich gebaut wurden, war tatsächlich der Agera RS, ja, 25 Stück. Dann der Agera R mit 18 Stück. Dann gab es noch 5 Agera S und 3 vom Agera Final, also ist schon krass, ne? Aber klar, alles von Handarbeit. Man muss auch dazu sagen, du hast bestimmt auch schon mal von einem Agera N, Agera, keine Ahnung, was für eine Endung. Denk dir einfach was aus. Es liegt einfach daran, dass der Kunde bei Königsegg einfach so krass auf Kundenwunsch Sachen spezifizieren konnte und tatsächlich dann einfach auch seinen Fahrzeug einen eigenen Namen verpassen konnte. Der Kunde den Agera, wie er möchte. Ich hätte jetzt quasi, wenn ich genug Geld gehabt hätte damals und mir einen bestellt hätte, hätte ich jetzt quasi mir einen Agera PXH. Ja, dann hätte es ein Agera PXH gegeben und der hätte aber auf jeden Fall weitestgehend entweder auf einem normalen Agera, Agera R, S oder RS halt basiert. Ja, kann man natürlich dazu auch nochmal sagen oder sollte man dazu sagen. Ja, das soweit so gut. Ich glaube, mehr muss man erstmal nicht wissen. Deswegen würde ich jetzt einmal sagen, wir gehen zurück zum Tuning und gucken mal, was wir da so Schönes machen können. Wir können auf Allrad gehen. Und tatsächlich würde ich das heute mal gerne machen. Ich würde gerne mal, ne, so einen Konkurrenten zu einem Bugatti machen. Und diese natürlich mit Allrad ausgestattet. Deswegen würde ich heute tatsächlich einfach mal den Weg gehen und Allrad verbauen. Dann gehen wir hier auch ganz kurz rein. Also wir können Forza, Flügelsplitter, wie auch immer dran machen. Das machen wir jetzt mal nicht. Dann mit den Flügeln. Ich zeige es nochmal. Ne? Das ist ja quasi der Flügel, wie er halt bei den ersten Ageras halt war. Ab dem S und R kam dann eben dieser Flügel mit dazu, der eigentlich auch einstellbar sein sollte in der Realität, beziehungsweise man konnte ihn, glaube ich, elektronisch irgendwie verstellen oder so, aber auch da jetzt Angaben ohne Gewehr. Auf jeden Fall wäre es möglich gewesen. Des Weiteren gibt es natürlich die Thule Dachbox. Und ja, es gab tatsächlich einen Agera, der den hatte. Das ist jetzt kein Spaß vom Spiel, sondern es gab tatsächlich einen Agera mit so einer Dachbox, was irgendwie auch cool ist. Und ich bin ja schon am Überlegen, die Dachbox wieder mit drauf zu machen.
einfach weil wir es können? Oder soll ich es weglassen? Ich glaube, wir lassen es mal. Wir lassen es mal weg, okay? Also ihr habt es gesehen. Achso, ja, den Forza-Flügel gibt es natürlich auch noch. Genau, und hier zeige ich euch ja nochmal ganz kurz mit den Werten. Also es ändert sich jetzt nicht drastisch viel. Ich glaube, der Bremsweg ist ein bisschen kürzer, wenn ich den Flügel dran mache. Die Topspeed. Okay, die Topspeed ist irgendwie kaputt, sehe ich gerade. Warum auch immer dann nur 236 angezeigt wird. Hey, irgendwas ist da komplett kaputt. Achso, durch ein Allrad. Ah, okay. Durch ein Allrad hat sich das alles. Okay, ja, dann müssen wir das Getriebe nochmal neu überarbeiten, deswegen. Aber ja, im Prinzip ändert sich groß nichts durch den Flügel, deswegen, na, habe ich das jetzt einfach auch beim Serien Plus Run mal mit dazu gemacht. Und beim Serien Plus Run können wir das ja auch gerne machen. Ja, wir könnten natürlich jetzt auf die Full Slicks gehen, aber habe ich ja in der vergangenen Let's Play Folge mit dem 599XX auch schon gesagt, dass ich davon nicht immer so Riesenfan bin, deswegen bin ich ja dort einfach mal auch, oder habe ich einfach mal auch den Weg gegangen und habe gesagt, ey, wir rüsten mal ein Full-Slick-Fahrzeug zurück. Hat sich natürlich auch gleich wieder einer beschwert, warum kein Vollaufbau? Ist ja total langweilig, was du gemacht hast. Ich sag da einfach nur nochmal an der Stelle. Wenn ihr Vollaufbauten sehen wollt, ja, dann wünscht euch das einfach übers Wunschformular. Ich persönlich finde Vollaufbauten bei den meisten Fahrzeugen ultra langweilig. Weil wir dann eigentlich am Ende des Tages ein Fahrzeug haben, genau das, was nämlich so ein Königsegg standardmäßig ist. Das Ding hat Power ohne Ende, reicht vielleicht eine geile Topspeed, aber Kurvenfahren und sonst solche Sachen sind einfach Kacke. Ja, das macht keinen Spaß. Und dann macht es mir persönlich viel mehr Spaß und das ist eigentlich auch das, was, glaube ich, wo man sich wirklich ins Detail verlieben kann. Da macht es einfach viel, viel mehr Spaß, wirklich dann aus den gegebenen leicht zu optimieren und durch dieses leichte Optimieren richtig viel rauszuholen. Wie ich immer sage, die Diamanten schleifen. Und genau das macht es eigentlich auch so besonders. Und jeder, der auch ein bisschen Ahnung davon hat, erkennt auch, wie besonders das ist. Alle, die nämlich immer sagen, machen Vollaufbau, haben in meinen Augen einfach nicht die Ahnung oder wissen einfach nicht wertzuschätzen, wie viel Arbeit oder wie besonders es ist, aus einem, ja, aus einem quasi Rohdiamanten einen geschliffenen Diamanten zu machen. Auch wenn mir das natürlich in den 5 bis 10 Minuten Tunings nicht immer gelingt, das ist klar, aber der Versuch ist auf jeden Fall da. Und Vollaufbauten wird es immer wieder mal geben, wie zum Beispiel wahrscheinlich heute, ja, obwohl ich jetzt nicht auf Full Slicks gehe, aber, sondern bei den Semislicks bleibe. Aber klar, heute machen wir vielleicht mal einen Vollaufbau, einfach mal gucken, was halt so geht. Aber ich will das nicht immer machen, das ist einfach super langweilig, ja. Vollaufbauten, immer das Beste reinklatschen, das ergibt in Forza Horizon halt nicht immer das beste Fahrzeug. Das ist die Idee von The Crew 2 oder von Need for Speed. Und dort machen wir das natürlich auch immer. Aber hier macht es einfach nicht Sinn, das immer zu machen. So, wir gehen natürlich auf breitere Reifen. Wenn wir es schon können, machen wir es auch. Felgengröße und so weiter lassen wir alles mal. Apropos Reifen, da kann man vielleicht sagen, die Michelin-Sportreifen, die er serienmäßig hat, der Agera, sind normalerweise bis 420 km/h zugelassen. Was er ja hier im Spiel eigentlich auch serienmäßig schafft. Ja. Wir wollen aber ein bisschen mehr gleich fahren. So, machen das auch noch rein. Renndiff machen wir natürlich auch mit dazu. Dann Fahrwerk. Ja, da geht auch noch mal ein bisschen was. Das machen wir nicht. Gewicht können wir tatsächlich auch noch mal wegnehmen. Ja, also eine richtig krasse Nummer. Und jetzt können wir tatsächlich am Motor noch mal richtig Leistung reinballern. Mal gucken, wo die Leistung hingeht. Machen wir auch hier mal auf die Leistungsgeschichte, ob wir da in Richtung des Agera RS mit dem One-to-One-Motor, beziehungsweise sagen wir direkt Richtung One-to-One gehen können. Da bin ich ja mal gespannt. Also über 1000 haben wir schon mal. Jetzt sind wir so langsam im Bereich von einem Agera S. Bei 1150 sind wir dann ungefähr vom Agera R unterwegs. Hubraum können wir auch auf einen 5,2 Liter erhöhen. Okay. Im Übrigen, nur der Agera hat einen 5 Liter, alle anderen, also RS, RS, One-to-One und so weiter, haben einen 5,1 Liter Motor. Also da sind wir jetzt auch quasi schon drüber. So, der Twin Turbo wird natürlich jetzt richtig knallen. Oh ja. Und da sind wir bei 1380 PS, 1496 Newtonmeter Drehmoment. Damit haben wir jetzt schon einen stärkeren Motor als der One-to-One oder eben die stärkere Variante des RS. Also das ist schon heftig. Ich bin gerade am überlegen, ob wir das überhaupt machen hier. Würde auch nochmal Leistung bringen, aber macht das Fahrzeug halt. Ach komm, wir machen es. Wir wollen einfach die Leistung haben. Wir wollen heute einfach ein Leistungsmonster haben. Und deswegen machen wir es jetzt mal rein. So. Ja, schade ist, dass wir die Spur nicht verändern können. Ich glaube, das wäre noch ganz gut gewesen. Also das hätten sie, wenn sie das Fahrzeug schon zurückbringen, dann hätten sie das mit der Spur eigentlich auch machen können. Ist schon. Ich sag's, wie es ist. Also ich freue mich, dass diese Fahrzeuge zurückkommen. Aber wenn sie zurückkommen, dann hätten sie auch da nochmal ein bisschen Arbeit reinstecken können. Wie zum Beispiel, dass das Fahrzeug direkt daherkommt, dass wir die Spur erweitern können. Dass wir
eben das Dach wegnehmen können. Weil das will ich jetzt nochmal kurz gucken und danach machen wir vielleicht doch die Thule-Dachbox drauf. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der Open World das Dach eben nicht wegnehmen können. Und wir sehen ja, es ist ja möglich, es ist ja da, es geht ja im Forza Vista-Modus. Aber im Spiel selber, glaube ich, geht's nicht. Nee, das Icon ist nicht da und auch wenn ich die Taste drücke, wo man das Dach normalerweise wegnehmen kann, kann ich es nicht wegnehmen. Also da, Playground Games, muss ich sagen, ist schon enttäuschend. Also da bitte, bitte, bitte nachliefern, sowohl die Spur verbreitern, weil man sieht ja, die Räder da hinten, die stehen ja komplett innen drin. Also da so ein bisschen das rausholen, fände ich nicht schlecht. Und dann vor allem, dass man das Dach halt einfach wirklich abnehmen kann. Ja? Das fände ich schon ganz gut. Ja? So, dann machen wir das jetzt halt eben drauf. Ja? Immerhin das ist dabei geblieben. Also das, die Thule Dachbox, die gab es auch natürlich schon in den vergangenen Teilen. Ist jetzt keine Neuheit. Aber ja, bisschen enttäuschend ist es schon. So, dann gucken wir ganz kurz mal beim Getriebe. Das muss man wahrscheinlich jetzt gleich anpassen. Ja, wobei, können wir gleich insgesamt ein bisschen... Danach können die Gänge ruhig kürzer werden. Oh, guck mal, 400. Guck mal, was geht denn da so? Maximum. Naja, 446 ist so ein bisschen Schluss, aber das ist ja mehr als gut, möchte ich meinen. So, machen wir das mal. In 1,4 Sekunden von 0 auf 100. Läuft! So, da passen wir auch ein paar Sachen mal an. So, einfach mal, wie ich so grob denke, was passen könnte. Und ja, da gehen wir natürlich deutlich mehr wieder auf die Hinterachse, was die Leistung betrifft. Das wird jetzt Topspeed, Beschleunigung ein bisschen reduzieren. Aber wir sind immer noch bei 1,4 Sekunden. Also, das passt schon. So. Alrighty, also ein Monster haben wir auf jeden Fall jetzt erschaffen. Ja, und ist einfach ein geiles Fahrzeug, ne? Also, Nagera, Königsegg allgemein, ist natürlich eine... Ein geiler Brummer. Und klar, der Allrad hilft natürlich extremst, diese Leistung auf den Asphalt zu bringen. Allerdings, und da muss man natürlich aufpassen, die Kurvenspeed oder so weiter ist natürlich trotzdem immer noch nach wie vor, ne, wie man sieht, ich komme nicht mal um diese Ecke rum. Und das ist halt genau das. Und das ist halt... Wir haben im Prinzip jetzt aus einem Monster noch ein größeres Monster gemacht, was halt kurventechnisch einfach ja, unfahrbar ist. Ja, also... Man muss ja so viel Tempo jedes Mal jetzt wegnehmen, um überhaupt irgendwie um die Ecken zu kommen. Und genau deswegen sage ich ja, sind so Vollaufbauten schon ab und zu mal cool und interessant. Aber bitte, 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 bitte hört auf, da immer Vollaufbauten zu wollen, weil das ist echt einfach langweilig und scheiße. So, weil was will ich jetzt noch machen? Also selbst mit Feintuning will ich das Fahrzeug jetzt nicht irgendwie verbessern können. Es ist dann, wie es ist. Es ist halt ein Stück Dreck. Und auch wenn ich mit einem Stück Dreck spiele, kann ich das zwar in eine andere Form bringen, aber es bleibt am Ende immer noch Dreck. Ja? Verstehst du? Gut. So, was wir halt jetzt noch machen können, ist auf jeden Fall hier ein bisschen reduzieren. Und die Federn tatsächlich ein gutes Stückchen härter einstellen. Bei dem guten Fahrzeug hier. Und können wir tatsächlich ein Stück runtergehen. So. Und sagen wir, fahren mal Richtung Autobahn und gucken gleich mal. Oh, das war fast klar. Da war der Verkehr jetzt zu wild.
was wir da so jetzt auch nicht nur laut Telemetriedaten draufkriegen, sondern auch wirklich draufkriegen. Ich meine, was ich machen könnte, gibt mir da gerne mal allgemein Feedback, dass wir gerade bei so extremen Power-Monstern und wenn es die Option gibt, wirklich mehr Leistung reinzuballern, dass wir da gerne mal so, ja, 4 Minuten der Folge opfern und da einfach mal so kurz einen Vollaufbau machen, kurz mal gucken, okay, was geht da, vielleicht einmal wirklich kurz Autobahn rauf, runterfahren oder zumindest mal rauffahren. Und dann ist gut und dann ist das Thema erledigt, weil viel mehr kann ich jetzt hier auch gar nicht machen, ne? Also, wie gesagt, ein Rennfahren sehe ich eher jetzt nicht so sinnvoll. Speed ist natürlich schon crazy. Wie gesagt, wir haben jetzt mehr Power als in dem serienmäßigen Agera RS mit dem One-to-One-Motor. Also ich erwähne das immer mit dem One-to-One-Motor, falls das noch nicht so klar wurde. Den Agera RS gab es mit 2 Motoren. Einmal mit seinem Standardmotor, da hatte er dann 1176 PS und dann einmal konnte man auch den One-to-One-Motor haben. Und das haben, glaube ich, die meisten Käufer auch gemacht. Und dann hat man halt eben diesen 1360 PS am Start. Ja, vom Gefühl her könnte er schneller, aber das Spiel limitiert mich. Also man merkt richtig, das Spiel limitiert mich in der Höchstgeschwindigkeit. Das Auto könnte von der Power, vom ganzen Output her, auf jeden Fall noch mehr anschieben. 2 bar Ladedruck ist natürlich auch mächtig. Aber das Fahrzeug oder das Spiel lässt mich nicht schneller fahren. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem ein Rennen, um einfach mal zu gucken, wie es sich fährt. Allerdings würde ich ungern jetzt das hier machen. Machen wir vielleicht mal das Rennen hier oben. Durch den Canyon fände ich ganz cool. Da haben wir viele auch schnellere Kurven. Mal gucken mal, wie er sich da so schlägt. Aber wie gesagt, solche Aufbauten sind geil, um durch die Open World zu fahren, Spaß zu haben. Aber nicht immer zielgemäß. Aber ich halte mich schon viel zu lange wieder mit einem einzelnen Kommentar auf. Nur es ist halt ein Kommentar, was ab und zu immer mal wieder auftaucht. Es hat schon einen Grund, warum ich das nicht so oft mache. So. Jesko, Agera S, alles am Start. Hier voll regnen. Ja. Ja. Ja, die Beschleunigung ist natürlich krass, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Und wie ich in die Mauer geplankt bin, war natürlich auch krass. Bremst. Ja, das ist. Ich meine, wenn man bedenkt, wie viel Leistung hier drin steckt und alles drum und dran und dass wir jetzt hier keine zusätzliche Aero oder so haben, ist es völlig in Ordnung, wie er fährt. Man muss halt immer wissen, bei so einem Fahrzeug, egal jetzt wie das Tuning ist, es ist halt so eine Kanonenkugel, ne? Krasse Beschleunigung, es schießt unglaublich schnell nach vorne, man erreicht sehr schnell sehr hohe Geschwindigkeiten. Man muss einfach nur im Kopf immer wissen, wenn man so ein Ding fährt, ja, diese Geschwindigkeit, die müssen wir halt auch irgendwo wieder reduzieren, dementsprechend etwas früher bremsen und dementsprechend halt auch deutlich langsamer im Verhältnis gesehen zur Beschleunigung und zur Geschwindigkeit
durch die Kurven fahren und wenn man sich das so ein bisschen im Kopf ja sensibilisiert für das, dann geht es schon klar, dann kann man damit schon fahren. Und wie gesagt, der Allrad hilft dann natürlich extremst. Brauchen wir nicht drüber reden, wenn wir das Ganze jetzt ohne Allrad haben, dann wird das ja zur echten Mammutaufgabe überhaupt, ja, die Leistung auf den Asphalt zu bringen. Im Regen dann sowieso. Ja gut, ansonsten sind wir tatsächlich auch schon wieder raus mit der Folge. So schnell geht's, aber klar, zwei Teststreckenrunden nehmen halt auch ihre Zeit ein. Aber ich hoffe doch, dass zumindest mal jetzt heute alle mit dem Vollaufbau zufrieden waren. Allerdings, wie gesagt, hätte ich den so oder so heute gemacht. Aber bei so einem Fahrzeug fand ich, lag es jetzt einfach mal nahe. Weil da jetzt irgendwie nur ein bisschen Leistung dazugeben oder gar nichts an der Leistung machen und so weiter. Ja, also das ist dann nicht weit weg vom Serienplus. Und von dem her, das ist schon okay so. Das ist... Ja, genau das. Man will da immer dann schneller und das geht aber einfach nicht. Aber ich glaube, über die Leistung müssen wir nicht sprechen. Das ist schon crazy, wenn man sieht, wie das Ding durchbeschleunigt. Vor allem auch dann bei dem geringen Gewicht. Das ist schon verrückt. Definitiv. Also Königsegg, einfach geile Fahrzeuge. Und auch wenn es nur darum geht, irgendwie extrem schnell zu sein. Hui. So, komm, ein Experiment machen wir noch. Schaffen wir 400 km/h in der Stadt zu fahren? Das will ich jetzt am Ende nur wissen. Muss heißt, der Verkehr natürlich auch ein bisschen mitspielen. Das ist 400 Sachen, das wird heftig. Ja. Okay. Let's go. Muss nur aufpassen, vorne der Rechtsknick, der jetzt gleich kommt, der kann ziemlich kritisch werden. Schafft's. Natürlich Verkehr. Ah, oh, dumme Verkehr, der macht's natürlich kaputt, das habe ich gewusst. Aber dann müssen wir jetzt einmal ein Flashback. Ich muss ja wieder. Bleib doch da jetzt links, wenn ich dich da nach links schaller. Mann, 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 dieser Mazda. Nein! Oh, guck mal, 1 km/h, oder? Also, ich meine, wir probieren es nochmal mit dem Flashback. Ja, da, okay. Ich habe mal eine andere Linie versucht, aber es klappt nicht. Sorry für das viele Flashbacken, aber das ist für die Wissenschaft. Ne, doch 402, ganz kurz. Dann aber voll in die Wand. Ja, der Knick halt natürlich, der killt. Also ja, 400 sind möglich, danach bist du aber tot. Ja. Und es darf kein Verkehr sein, wie wir festgestellt haben. Gut, das zum spaßigen Teil nochmal am Ende. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wenn dem so wäre, lass gerne ein Däumchen nach oben da und ja, gerne Feedback geben, wie gesagt, zum Thema Vollaufbau. Mal vielleicht einfach nur kurz checken bei diversen Fahrzeugen. Oder wollt ihr wirklich mehr Vollaufbauten sehen? Also mal jetzt wirklich in die Allgemeinheit gefragt. Ich persönlich als leidenschaftlicher Tuner sehe halt da einfach irgendwie keinen Mehrwert, weil dieses Vollaufbauten, das kann jeder von euch. Weil da macht das Feintuning am Ende jetzt nicht so viel Unterschied. Ja? Und dann lieber doch gezielt Sachen anpassen. Ja? Wie zum Beispiel in der letzten Folge mit dem 599XX, der halt einfach in der Serie doch wirklich ein paar Problemchen hatte und die habe ich halt versucht, einerseits zu lösen, andererseits ist aber auch nochmal mit einer schlechteren Reifenmischung anzugehen. Das war, finde ich, schon eine krasse Challenge. Und wer das als langweilig betrachtet, der, ja, weiß nicht, der hat halt, glaube ich, das Thema nicht verstanden, was ich davor hatte. Aber sei es drum. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge, wie gesagt. Und wie gesagt, lasst gerne Feedback da. Ich will ja auch gemeinsam mit euch geile Folgen erschaffen. Bringt ja nichts, wenn es nur mir Spaß macht. Es soll ja auch euch Spaß machen. Und deswegen das einfach an der Stelle auch nochmal, ja, angedeutet. Ich sage jetzt aber wirklich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach's gut und bis dann. Ciao!